Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse. Seien Sie gespannt. Was nun? Auf, was ein Wort. Einen schönen guten Tag. Detlef Frühsing hier aus dem Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osterbrück. Wie immer an jedem Dienstag im Monat, an jedem neuen Monat, unsere kleine Rubrik auf ein Wort, in der wir kurz schildern, was ist im letzten Monat gewesen, woran sitzen wir gerade und vor allen Dingen am wichtigsten, auf was können Sie sich in diesem Monat freuen. Also es geht um den März 2021. Im vergangenen Monat, im Februar, gab es einmal wie immer am Anfang des Monats Post aus dem Deutschen Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege. Diese Post hatte einen sehr langen Titel, den lese ich einmal vor. Der Beitrag pflegerischer Qualitätsentwicklung zu einer sicheren Versorgung von Menschen mit einem pflegerischen Unterstützungsbedarf. Spannend, lesen Sie es einmal durch auf unserem Blog. Zweitens, im vergangenen Monat hat der Kollege Hensel einen schönen Text geschrieben mit vielen Links zum Thema Pflege als Wirtschaftsfaktor. Drittens habe ich ein zweites Video, den zweiten Teil produziert und den haben wir Ihnen sozusagen hochgeladen, können Sie auf YouTube sehen, nämlich zum Thema Baden und Duschen von Menschen mit Demenz. Beide Teile basieren ja auf einer Studie von Slane aus dem Jahre 95. Wir verlinken das hier oder da, da müssen Sie mal schauen, wo es gleich bei Ihnen landet und schreiben es aber auch nochmal unter dieses Video, wo Sie es finden. Dann, wie immer, alle drei Monate der begehrte Forschungsnewsletter. Wieder hat Christian Müller-Jergel 15 neue Studien aus der gerontopsychiatrischen Versorgung vorgestellt. Auch sehr spannend. Sie können das auch teilweise im Podcast hören. Und natürlich in diesem Newsletter, der alle drei Monate kommt, gibt es viele, viele Neuigkeiten aus dem Dialogzentrum, der Dialogakademie, dem DNQP. Und natürlich auch aus der Hochschule, aber am wichtigsten natürlich für Sie der eigentliche Forschungsnewsletter, also diese 15 Studien. Und es hat am vergangenen Donnerstag die 15. Episode unseres Podcast Wissenstransfer gegeben mit der Serie Nur ein kurzer Gedanke. Hören Sie einmal rein, ich glaube, das ist ganz spannend. Woran sitzen wir gerade? Also bei uns ist irre viel los. Fangen wir an mit der Dialogakademie. In einer Woche, am 9. März, gibt es endlich das erste Seminar in der Dialogakademie. Christian Müller-Jergel macht etwas zur Passivität in der Gerontopsychiatrie. Und also Sie können sich da jetzt noch zu anmelden. Es ist ein Online-Seminar. Über Zoom geht das. Kostet 75 Euro. Schauen Sie mal in die Beschreibung rein, ob das etwas für Sie ist. Wie gesagt, noch können Sie sich anmelden. Es folgen auch noch zwei weitere Online-Seminare und dann natürlich unsere geplanten Präsenzseminare. Gehen Sie einmal auf unserem Blog zur Dialogakademie und schauen sich die Seminare an und die Seminarbeschreibungen. Vielleicht ist ja etwas für Sie dabei. Außerdem werden wir das sukzessive natürlich immer stärker noch erweitern. Wir freuen uns aber vor allen Dingen jetzt im Moment erstmal, dass es überhaupt endlich losgeht mit der Dialogakademie. Dann bearbeiten wir jetzt gerade an drei neuen Themen, von denen eins der Themen auch schon in diesem Monat zum Zuge kommt. Das erste ist, dass die Kollegin Frau Berndt war 5 oder 6 Monate bei uns, ist jetzt noch bis zum Ende diesen Monats da und hat sich mit Architektur und dort insbesondere der Innenarchitektur in der Akutpflege beschäftigt, also in Akutkrankenhäusern. Sehr spannend. Und schon in diesem Monat wird es zwei Beiträge dazu geben. Also das wird sehr toll. Und die Frau Berndt macht, ich mache in der nächsten Woche noch ein Interview mit Frau Berndt zur Täuschung. Ja, also verspiegelte Türen und all diese Dinge im Sinne von Kongruenz und personenzentrierter Ansatz. Dann macht die Frau Berndt selber noch ein Interview mit einer Architektin, die in diesem Bereich sehr, sehr, sagen wir mal, beschäftigt ist. Also das wird auch spannend. Dann geht es um Pharmakologie. Es gibt eine neue Studie oder es gibt eine Studie, die noch läuft, DECIDE, unter anderem von der TU München. Und zu dieser Studie, wo es um die Reduktion von Psychopharmaka in Altenheimen geht, bei Menschen mit fortgeschrittener Demenz, mache ich ein Interview mit Frau Dr. Julia Hartmann von der TU München. Da freue ich mich sehr drauf und ich glaube, das wird auch sehr spannend für Sie. Dritte Thema, also wir haben jetzt Architektur, Pharmakologie und das dritte Thema ist das Thema Schlaf, auch ein sehr wichtiges Thema, auch ein sehr wichtiges Thema für die Praxis. Der Kollege Müller-Jergel macht dort ein Interview mit Dr. Martin Dichter, früher am DZNE, heute an der Universität Köln. Der hat sich sehr intensiv mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Daran arbeiten wir gerade. Also, was erwartet Sie im Monat
März im Dialogzentrum. Also erstmal gibt es einen neuen DNQP-Post, kann ich im Moment noch nicht sagen, wie der Titel ist. Zweitens wird der Christian Müller-Hergel ein sogenanntes Auf-die-Schnelle-Format machen. Da geht es um Advanced Care Planning und um Patientenverfügung. Ja, also um das, wie wir herauskriegen können, wie Menschen mit Demenz in der späten Phase ihrer Demenz, wie sie sich viele Dinge vorstellen vielleicht und ob wir es überhaupt herauskriegen können und wie man das am besten festlegen kann. Das wird in diesem Monat kommen. Dann wird der erste Text von der Frau Vanessa Berndt kommen, von unserer wissenschaftlichen Mitarbeiterin, den wunderschönen Grundsatztext zu Architektur in Akutkrankenhäusern gemacht hat. Der wird in diesem Monat kommen. Dann wird es einen neuen Lichtblick geben zum Thema Resilienz, auch von Christian Müller-Hergel. Dann kommt dann noch das Interview, das ich mit Frau Berndt führe zu dem Thema Täuschung, verspiegelte Türen und so weiter, Tapeten auf den Türen, Fototapeten und so weiter. Also da freue ich mich auch nochmal sehr drauf. Da haben wir uns nochmal durch viel Material gekämpft. Und Ende des Monats gibt es wie immer unseren Podcast Wissenstransfer, die 15. Episode mittlerweile. Also, volles Programm im Dialogzentrum. Bleiben Sie dabei. Bleibt mir nur zu sagen, schauen Sie auf unserem Blog www.dzla.de. Wir haben jetzt auch das Layout etwas vereinfacht, dass Sie sich vielleicht etwas leichter zurechtfinden. Melden Sie uns ruhig wieder zurück, ob es Ihnen jetzt besser gefällt oder weniger gut oder was wir noch ändern können und ändern sollten. Schauen Sie in der Dialogakademie vorbei. Wie gesagt, sukzessive immer neue Termine. Jetzt die ersten Online-Termine. Freuen Sie sich auf das Seminar mit dem Christian Müller-Hergel am 9. März. Im Mai mache ich noch ein Online-Seminar. Da geht es um Wohlbefinden und Lebensqualität. Und kann man das überhaupt messen? Und wenn ja, wie messen wir das? Diese Online-Seminare sind, wie gesagt, über Zoom. Dreistündig mit einer kurzen Pause dazwischen und wie gesagt zum Preis von 75 €. Ich denke, das ist etwas, was man schon ertragen kann. Und ansonsten tummeln Sie sich auf unserem Blog, auf Facebook, auf YouTube vor allen Dingen natürlich auch. Es gibt mittlerweile so viel Material, das wir in den letzten gut anderthalb Jahren hochgeladen haben, dass man sich damit schon eine Menge beschäftigen kann. Das zeigen uns natürlich auch die Zahlen. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns das, liken Sie unsere Beiträge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, vergessen Sie nicht, auf Abonnieren zu drücken, damit wir vielleicht etwas höher gerankt werden, damit mehr Leute auf uns aufmerksam werden. Aber vor allen Dingen erzählen Sie anderen davon. Wenn Ihnen nicht gefällt, was wir machen, dann schreiben Sie uns das. Ja, sagen Sie uns, was Ihnen nicht gefällt. Teilen Sie uns mit, welche Themen Sie bearbeitet wissen wollen. Und letzter Punkt, habe ich jetzt schon lange nicht mehr gesagt, wenn Sie die Arbeit des Dialogzentrums unterstützen wollen, zum Beispiel monetär oder auch anders, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Auf den Online-Spendenknopf müssen wir noch immer warten. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das zumindest bis zum Ende unserer geplanten Projektlaufzeit im April des nächsten Jahres hingekriegt haben. Also, so viel aus dem Dialogzentrum. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und wie immer machen Sie weiterhin einen Unterschied. Tschüss. Auf ein Wort.